Ach, du Scheibenkleister. Kann ich das mal? Information. Oh, den 21. Pursuit. Nicht sehr effektiv. Cherry Berry. Wenn ich halt jetzt nicht wechsle, stirbt mein Pokémon. Wenn ich aber wechsle, kriegt das nächste Pokémon direkt hart auf die Fresse. Im Kampf habe ich noch nichts, wo es wirklich richtig gut effektiv ist. Ich weiß nicht, ob Stein-Pokémon gegen Kampf geholfen hätten. Gib mir einen Pokédex. Steht leider nicht. Steht leider nicht, wogegen es effektiv ist. Schade. Ich kann auch Fury Attack halt machen. Aber klar. Dit war klar. Boden. Funktioniert Boden dagegen gut. Sandgrab. Das hält zumindest schon mal deutlich mehr aus. Was? Der kann Knockoff auch erwischen, wenn ich Untergrund bin. 8500 XP. What? Das ist mehr als ein komplettes Level von mir gerade. Sehr, sehr beeindruckend, Tomodachi. Nee. Es sieht nicht so aus, dass du viel Zeit in Gewicht investierst, aber... Du weißt immer noch, wie du dich für einen Pokémon-Kampf vorbereiten musst. Okay, ich muss wieder heilen gehen. Kampfmarathon hier. Eins besiegt, eins fast tot, also ich kann mich lieber heilen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch bloß nur eine begrenzte Zeit, meine Pokémon auszuholen, also eine begrenzte Anzahl zu sagen, muss gucken, wie weit ich komme. Das weiß ich nicht. Ich würde gerne meine Pflanzen-Pokémon ein bisschen leveln, aber das wird gegen die Kampf-Pokémon nicht funktionieren. Alles klar. Also, Natu-Leveling ist hier dran. Ich weiß nicht, wie Seekrank andere werden, aber... Ich habe ein Problem mit extremem Durst wegen meiner Übelkeit. Entschuldigung, dass ich diesen... Mülleimer für mich beanspruche. Ne, nicht Mülleimer, Entschuldigung, dass ich diesen Wasserspender für mich beanspruche, aber ich... Ich brauche diese Hyperhydration, wenn ich überhaupt daran denken kann, ja, zu pumpen sozusagen. Hier, das ist für dich, damit du dich selbst frisch halten kannst. Okay. Frisches Wasser habe ich bekommen. Nicht, nicht trainieren ohne passende Aufpassung. Die Pokémon oder die Person, die als Hilfe dabei ist, sollte physisch eine Möglichkeit haben zu helfen, wenn du das Gewicht hebst oder es nicht mehr schaffst. Oder halt Problem hast, das Gewicht zu heben. Tobi.
Ich bin auf meinem Urlaub von Saffron City Dojo. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch Lust habe, mit meinem Pokémon zu trainieren. Genau genommen hoffe ich sogar, dass sie viel stärker sein werden, wenn ich zurückkomme. So, schau doch mal, wie weit sie sind in einem Kampf. Hitmonlee? Das ist Kickley im Deutschen. Hier, Store Power. Super effektiv. Tschüss. 3600 XP. Quatsch. Oh, der überlebt das sogar. Oh, Miss Pursuit. 3600 XP, Level 26. Nee, hey, danke. Guter Kampf. Es sieht so aus, dass es nicht selten ist, für gute Trainer hier herumzulaufen. Ich muss mich also gut vorbereiten für die Herausforderungen, die mich im Dojo erwarten. Wir wollten uns eigentlich ausruhen zwischen den Wiederholungen meines Workouts, aber wir können ja trotzdem einen kleinen Kampf wagen, ne? Um meinem Blut am Laufen zu halten. Maschok. Tschüss. Ach, oh mein. 2880 XP. Rup. Tschüss. 4300 XP, Level 27. Das gibt halt schnell Level. Nope. Ah! Meine Pokémon müssen mehr trainieren. Danke für den Kampf. Es war ein ziemlich konstruktives Training für uns und vor allen Dingen die gebrauchte Motivation. Hallo. 5, 6, 7. Was ist los? Ich bin mitten in einem Workout. Oh, na gut, meine Pokémon können sich außerdem auch ein bisschen trainieren. Ein Anton? Bist du Kampf? Du bist nicht Kampf. Ich besiege dich trotzdem im weiteren Store Power. Du bist aber Kampf. Bam! 1009 XP. Es sieht aus, dass meine Pokémon sich noch ein bisschen ausruhen müssen. Ich bin so frustriert, dass ich unterbrochen wurde. Hoffentlich kann ich das wenigstens in gutes Adrenalin-Level umleiten, damit ich besser trainieren kann. Okay. Jetzt ist mein Natu fast gestorben. Wir gehen also wieder zurück. Wir gehen also wieder heilen. Weiß nicht, ob ich hier noch irgendwelche anderen komischen Kampf-Dudes finde. Ja, all done. So, ich würde eigentlich gerne meine Niedrigleveligen jetzt weiter leveln, aber ich vermute, es wird wieder nicht klappen, ne? Wer ist denn mit Wassergegnern? Die würden mir jetzt ganz recht anstehen. Das sieht nicht ein Wassergegner aus. Wer bist denn du? Weißt du, wo ich einen Controller für diese Spielkonsole kaufen kann? Der Sega Dreamcast wurde nicht fortgeführt und so sind die Controller irgendwo mehr zu finden. Und mein spielverrückter Bruder ist die ganze Zeit am Spielen. Die einzige Variante, wie ich ihn zum Kompromiss bewegen kann, wäre mit Multiplayer. Okay. Wenn mein Relaxo nicht kämpft, liebt es er einfach im Bett zu liegen und zu schlafen. Der Relaxo war gerade unten, das kannst du nicht dabei gehabt haben.
euch das Ding. Ja, cool, wenn du jetzt vergiftet wirst. Au. Moment, mein Beedrill ist müde geworden? Du bist halt echt nix wert, Beedrill. Der hat es. Relaxo will einschlafen. Ach komm. Das wird ein harter Fight. Ja, ein Kampf-Pokémon hier gebraucht tatsächlich. Oder eine Kampfattacke zumindest. Boah! Habe ich ihn zumindest noch vorbereitet, falls ich irgendwie versucht mit Erholer so ein Shit zu machen, dann. Ach komm schon, Sherlock, du schaffst das, oder? Bitte. Dubstrahl. Ah, du schaffst das. Sehr schön. Wenigstens das. 6000 Erfahrungspunkte. Guck, schau, wie es schläft. Boah, Mann, nervt das. Dip, 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 dip. Oh Mann. Das ist nervig, dieses Rumlaufen. Ich hab grad super viel Durst. Sonic ist so toll. Ich frage mich, was wäre, wenn Sonic ein Pokémon wäre. Ich kann einfach nicht abwarten, bis meine Kinder auch endlich eine Trainerlizenz erhalten dürfen. So sehr ich sie auch liebe, manchmal machen sie mich einfach verrückt, wenn sie mit ihren Videospielen pertains. Wenn es um ihre Videospiele geht. Videospiele scheinen das Wichtigste in ihrem Leben zu sein, bevor sie Pokémon trainieren dürfen. Das ist einfach das, was am nächsten an das herankommt, wovon sie träumen, es einfach später einmal beruflich tun zu können. Relaxos sind von Natur aus einfach gute Schläfer. Immer wenn sie nicht an einem Kampf teilnehmen. Deswegen habe ich zu Hause bei mir Chestoberries angebaut. Die funktionieren genauso wie Aufwecker und sind für Consumables, Verbrauchsgüter, die Pokémon aufwecken. Außer dass es billiger ist, sie halt auf unserem Grundstück anzubauen, anstatt sie ständig vom Pokémon zu kaufen. Außerdem können Pokémon sie halten und sie Pokémon wissen, wie sie mit diesen Bären umgehen müssen, sodass sie direkt, direkt selber benutzen, wenn sie ihnen zur Verfügung stehen. Okay. Wieder Kampf oder was? Oder einfach normal? Hey, meine Brüder sind einfach. Einfach von der Pokémon-Spezies Ratzfratz fasziniert. Im letzten Monat alle ihre Trainerlizenz bekommen. Und Ratzfratz war das erste Pokémon, eines der ersten Pokémon, das sie gefangen haben. Ist einfach so weit verbreitet in der Wildnis, aufgrund der hohen Vermehrungsrate. Aber trotzdem haben sie das Gefühl, etwas geschafft zu haben, dass sie es gefangen haben.
Dieses Ratzfratz-Minispiel im Pokémon Stadium ist allerdings ziemlich witzig. Bro, Bro-Hellman, Bro-Zap, Bro-Tato. Wir sind die Battle Brothers. Unsere Ratzfratz sind in den Top-Prozenten von allen Ratzfratz. Tatsächlich hier ist Ratzfratz ein fieses Ding. Ach, nur zweimal. Shit. Das ist ein bisschen Gambling. Fury Attacks müssen dreimal, ist okay. Pursuit. Jawohl. 2500 XP. Wie brauche ich denn? Nochmal so einen Kampf. Mein Bruder ist besser. Welcher? Das musst du entscheiden. Okay. Du bist halt wirklich... Warte, jetzt gucke ich mal kurz. Pokédex. Beauty. Du lernst ja gar nichts mehr. Alter, bist du ein nutzloses Pokémon ab jetzt. Entwickelt sich so irgendwann nochmal? Ups. Knospi, entwickelst du dich irgendwann nochmal? Zucht mit Rosenrausch. Roselia und Roserat, da wird das, okay. Freundschaftstag. Freundschaft, noch zu nahe ans Pokémon beschreibt das Verhältnis zwischen Pokémon und Trainer. Sie ist seit der Silbernen, Goldenen und Kristallen-Edition von großer Bedeutung. Bei der bestimmten Pokémon die Entwicklung auslöst und die Wirkung einiger Attacken beeinflusst. Die Freundin des Pokémon ist üblicherweise im Freundschaftswert angegeben. Ein Zahn, der von 0 für 8 bis 52 Liebe reicht. Schon in Pokémon Gelb kann man die Freundschaft des Pikachus erfahren, welcher Mann von Brüssel erhält, den man sich zu ihm umsonst anspricht. Ein richtiger Freundschaftssystem existiert in der ersten ganzen Welt noch nicht. Aha.